etwas frisst man wieder. Ich rauche zu viel, ich trinke zu viel, ich starbe zu langsam. Bildbeschreibung kann als eine Übermalung der Alkestis gelesen werden. Also dem Stellvertretertod für einen anderen und die Zurückbringung eines Toten aus der Unterwelt. Zum Gelde drängt, am Gelde hängt doch alles. Zum Gelde drängt, am Gelde hängt doch alles. Zum Gelde drängt, die Frage, am Gelde hängt doch warum alles. Warum der große Geschichtsschreiber den vierten Band seiner römischen Geschichte, den lang erwarteten, über die Kaiserzeit nicht geschrieben hat, beschäftigt die Geschichtsschreiber nach ihm. Gute Gründe sind im Angebot, überliefert in Briefen, Gerüchten, Vermutungen. Der Mangel an Inschriften, wer mit dem Meißel schreibt, hat keine Handschrift, die Steine lügen nicht, kein Verlass auf die Literatur, Intrigen und Hofklatsch. Selbst die silbernen Fragmente des lakonischen Tacitus, nur Lektüre für Dichter, denen die Geschichte eine Last ist. Unerträglich, ohne den Tanz der Vokale, auf den Gräbern gegen die Schwerkraft der Toten und ihre Angst vor der ewigen Wiederkehr. Schon Cäsars Tod zu schildern, hatte er, wenn er gefragt wurde, nach dem ausstehenden vierten Band, nicht mehr die Leidenschaft. Und die faulenden Jahrhunderte nach ihm, grau in grau, schwarz auf schwarz, für wen die Grabschrift? Die Weiber stellen das Essen warm, hängen die Betten in die Fenster, bürsten das Erbrochene aus dem Sonntagsanzug. Weiber sind Abflussrohre, Kinder ausstoßend in Schüben. Gegen den Anmarsch der Würmer, Schnaps ist billig, die Kinder pissen in die leeren Flaschen. Auf dem Grund aber Medea, den zerstückten Bruder im Arm, die Kennerin der Gifte, mein Verrat, der deine Lust war. Dank für deinen Verrat, der mir die Augen wieder gibt zu sehen, was ich sah. Die Bilder, Jason, die mit den Stiefeln deiner Mannschaft du gemalt hast, auf mein Kolchis. Dank dir, Ohren, wieder zu hören die Musik, die du gespielt hast mit Händen deiner Mannschaft und mit meinen, auf mir, die deine Hündin war und deine Hure. Auf Leibern, Knochen, Gräbern meines Volkes und meinem Bruder. Meinem Bruder Jason, den ich deinen Verfolgern in den Weg warf, zerstückt von diesen meinen Schwestern Händen für deine Flucht vor dem beraubten Vater, meinem und seinem. Sein Reich war das Greifbare. Im Brief an seine Tochter Frau Wilamowitz träumt er von einer Villa bei Neapel. Nicht um zu sterben zu lernen. Kommt Zeit, kommt Tod und keine Gnade. Ein Köhlerglaube für Grafen und Barone, das Christentum, eine Baumkrankheit von der Wurzel her, ein Krebs, unterwandert von Nachrichtendiensten, die 12 Apostel, 12 Geheimagenten. Der Verräter liefert den Gottesbeweis und das Firmenzeichen. Saulus, ein kolonisierter Bluthund, spielt den Part des Sozialdemokraten Paulus geworden. Durch einen Sturz vom Pferd und Leithammel des unbekannten Gottes, dem er die Schafe ins Gehege lockt, zur Selektion, Heil
oder Verdammnis. Nur vor den Würmern sind die Toten gleich. Allerdings braucht den ganzen Menschen dazu. Aber es gibt zu viel davon. Wer die Uhren der Welt zum Stehen bringen könnte. Die Ewigkeit als Dauererektion. Die Zeit ist das Loch der Schöpfung. Die ganze Menschheit passt hinein. Den Pöbel hat es die Kirche mit Gott ausgestopft. Wir wissen, es ist schwarz und ohne Boden. Allerdings, wenn der Pöbel die Erfahrung macht, stopft er uns nach. Die Uhren der Welt haben sich Schwierigkeiten wandern, ihr besser selbst zum Stehen zu bringen. Die Frauen, die die Marmorplatten polieren, schweigen hauptsächlich. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie deutscher Volkszugehörigkeit sind, ist geringer als 10%. Genauso wie die Frau, die an einem kleinen netten Tresen arbeitet, an dem man Kaffee bekommt. Genauso wie die Frau, die die Abfallcontainer in Gang hinunterschiebt. Sie sind ideal als Argument, wenn du deine Theorie von der kapitalistischen Ausbeutung billiger Arbeitskraft ausführst. Aber würdest du sie auch nur ein wenig respektieren, würdest du sie nie wieder als Argument benutzen. Sieh auf die Uhr. Versuche abzuschätzen, wie viel Zeit dir noch geblieben ist. Nimm das Foto von Heiner Müller aus der Tasche. Stelle es so ans Fenster. Dass es auf die Brachecke hinaussieht, die den Flughafen von der Stadt trennen. Nimm den Brief aus der Tasche, falte ihn auf und sieh auf die Uhr. Jetzt ist es völlig einerlei, wie viel Zeit noch geblieben ist, bis zu dem Augenblick, wenn die synthetische Frauenstimme durch die Lautsprecher zum Einsteigen aufruft. Dein endgültiges Verlassen dieses Ortes ist unaufschiebbar. Achte nicht auf die Zeit, die dir noch geblieben ist. Beginne zu lesen. Lies. Sollten mitten beim Lesen zwei bewaffnete Männer von der Sicherheit kommen, dich an den Armen packen und so leise wie möglich aus dem Warteraum führen, wehre dich nicht dagegen. Überlasse dich ihren geübten Maßnahmen. Sie wissen, was sie tun. Dir kann nichts passieren. Das System ist so gemacht, dass es weiß, was es mit dir zu tun hat, ohne dir auf irgendeine Weise zu schaden. Du bekommst einen Dolmetscher. Ihn wirst du als Medium benutzen, über das du deine Performance fortsetzen kannst. Ja, wir müssen uns verändern, statt uns zu interpretieren. Der politische Beitrag der Kunst ist der Traum im Traume. Sehr geehrte Träumer, Träumer, die einmal entstanden sind, hören nicht auf zu existieren. Realität aber kann aufhören zu existieren. Mein Schauspiel ist eine Komödie! Nein! Ich betone hier ganz vehement, die Behauptung des Traums als Realität ist wichtig. Denn umso mehr Technik, Fortschritt und Profit es in der Realität gibt, umso wichtiger wird die Kunst. Denn die größte Gefahr für die Menschheit liegt in der Realisierung von ihren Wünschen durch Technik. Übrigens wird in dieser Dimension die Konfrontation von Kapitalismus und Kommunismus völlig lächerlich. Der Kommunismus existiert in der Traumzeit. Und die ist nicht abhängig von Sieg
oder Niederlage. Ja, nochmal. Der Kommunismus existiert in der Traumzeit und die ist nicht abhängig von Sieg oder Niederlage. Der Kommunismus existiert in der Traumzeit und die ist nicht abhängig von Sieg oder Niederlage. Sie stellen sie dort in den Käfigen aus. Wenn sie versucht haben, wegzulaufen oder für andere Verbrechen zu abschrecken, ist die Sonne sie weg dort. Das war schon so, als ich von Jamaika wegging. Sprosse auf der Leiter deines Ruhms, gesalbt mit deinem Kot, Blut deiner Freunde. Und wenn du zum Gedächtnis deines Siegs über mein Land und Volk, der mein Verrat war, aus ihren Eingeweiden einen Kranz um deine Schläfen flechten willst, dein sind sie. Mein Eigentum, die Bilder der Erschlagenen, die Schreie der Geschundenen, mein Besitz, seit ich aus Kolchis auszog, aus meiner Heimat, auf deiner Blutspur, Blut aus meinesgleichen, in meine neue Heimat, den Verrat. Blind für die Bilder, für die Schreie, taub war ich. Bis du das Netz zerrissen hast, gestrickt aus meiner und aus deiner Lust, das unsere Wohnung war, mein Ausland jetzt. In seinen Maschen stehe ich ausgerenkt. Die Asche deiner Küsse auf den Lippen, zwischen den Zähnen, den Sand unserer Jahre auf meiner Haut, nur meinen eigenen Schweiß. Dein Atem ein Gestank aus fremdem Bett. Ein Mann gibt seiner Frau den Tod zum Abschied. Mein Tod hat keinen anderen Leib als deinen. Ein Mann gibt seiner Frau den Tod zum Abschied. Mein Tod hat keinen anderen Leib als deinen. Mein Herz keilt der schreckliche Verdacht, dass sie mit dem Mantel der Gottesfurcht eine sehr irdische Leidenschaft bekleiden. Fürchten Sie mal Valmont, den Zorn einer beleidigten Gattin. Es liegt in seiner jungen Braut. Zu Füßen das Brautkleid, der Barbarin das Brautgeschenk. Getränkt mit meinem Schweiß der Unterwerfung. Jetzt spalzte sich die Hure vor dem Spiegel. Jetzt schließt das Golf und Kolches ihr die Poren. Pflanzt einen Wald von Messern ihr ins Fleisch. Das Brautkleid der Barbaren feiert Hochzeit! Mit deiner Jason, jungfräulichen Braut! Die erste Nacht ist mein! Es ist die letzte! Der Mann auf dem Stuhl? Frau über ihm, sein Glied in ihrer Scheide, die Frau noch beschwert vom Gewicht der Graberde, aus der sie sich herausgearbeitet hat, um den Mann zu besuchen, oder vom Gewicht des Grundwassers, von dem ihr Fellmantel trieft. Ihre Bewegung, ein sanftes Schaukeln, zuerst und dann ein zunehmend heftiges Reiten, bis der Orgasmus den Rücken des Mannes gegen die Stuhllehne drückt, die krachend nachgibt, den Rücken der Frau gegen die Kante des Tisches drückt, das Weinglas umstürzend, der mit Früchten beschwerte Pokal kommt ins Rutschen und
Wenn die Frau sich nach vorn wirft, ihre Arme den Mann umklammern, seine Arme unter dem Fellmantel, sie sich in seinen Hals verbeißt, mit dem Tisch knapp vor dem Rand, kommt der Pokal wieder zum Stehen. Sonst hat nichts mit Moral zu tun. Hier ist etwas leer. Ich meine, das hat gelebt. Ich war dabei, als das Volk die Bastille gestürmt hat. Ich war dabei, als der Kopf den letzten Bourbonen in den Kopf fiel, in den Korb fiel. Wir haben die Köpfe der Aristokraten geerntet. Wir haben die Köpfe der Verräter geerntet. Vor mir hat die Gironde gezittert. Das rosige Gesicht des Sklavenhalters, der auf dieser Welt nichts zu fürchten hat als den Tod. Und sein Sklaven. Und wer bist du, Gandek? Ich bin ein Bauer aus der Bretagne, der die Revolution hassen gelernt hat. Im Blutregen der Guillotine. Ich wollte, der Regen wäre reichlicher gefallen und nicht nur auf Frankreich! Ich bin ein treuer Diener des gnädigen Herrn de Busson. Und glaube an die heilige Ordnung der Monarchie und der Kirche. Ich hoffe, ich werde das nicht zu oft erwähnen. Das war ein schlechter Anfang, oder? Mann, war das ein schlechter Anfang. Gut, nehmen wir unsere Masken mal ab. Ich, Auswurf eines Mannes. Ich, Auswurf einer Frau. Mein Großvater! War Idiot von Böotien. Ich also meine Seefahrt. Ich mein Landname, mein Gang durch die Vorstadt. Ich mein Tod im Regen aus Vogelkot im Kalksee. Frauenwärme ist ein Singsang. Die Sterne sind kalte Wegweiser. Der Himmel übt eisige Aufsicht oder die glücklose Landung. Gegen das Meer zischt der Knall der Bierdosen. Gestalten im Albtraum, Eingeborene des Betons, Parade der Zombies, perforiert von Werbespots in den Uniformen der Mode von gestern Vormittag. Die Jugend von heute. Gespenster der Toten des Krieges, der morgen stattfinden wird. Im rostigen Harnisch läuft die Zukunft mit. Ein Rudel Schauspieler passiert im Gleichschritt. Merkt ihr nicht, dass die gefährlich sind? Es sind Schauspieler. Jedes Stuhlbein lebt. Das Theater meines Todes war eröffnet, als ich zwischen den Bergen stand, im Kreis der toten Gefährten auf dem Stein. Ihre Leidenschaft für mich erloschen. Woher dies plötzliche Wiederaufflammen? Und mit so jugendlicher Gewalt. Zu spät allerdings. Sie werden mein Herz nicht mehr entzünden. Was schreit ihr? Schlimmer als totes Altsein. Wer hat euch gekleidet in die Leiber meiner Kinder? Wer? In euren
ihren Augen? Welches Tier versteckt sich? Hm? Stellt ihr euch tot? Ihr seid doch Schauspieler! Lügner und Verräter! Ich lese heute Texte von einem toten Autor. Die er vor 20, 30 Jahren geschrieben hat, zu einer Zeit, als ein Tod noch in den Vers passte. Über den Brand berichten die Zeitungen. Der Zeitungsleser Nietzsche schreibt an Peter Gast: Haben Sie von dem Brande im Mommsenhaus gelesen? Und dass seine Exerpten vernichtet sind? Die mächtigsten Vorarbeiten, die vielleicht ein jetzt lebender Gelehrter gemacht hat. Er soll immer wieder in die Flammen hineingestürzt sein. Und man muss endlich gegen ihn den mit Brandwunden bedeckten Gewalt anwenden. Solche Unternehmungen wie die Mommsens müssen sehr selten sein, weil ein ungeheures Gedächtnis und ein entsprechender Scharfsinn in der Kritik und Ordnung eines solchen Materials selten zusammenkommen. Der ungeschriebene Text ist eine Wunde, aus der das Blut geht, das kein Nachruhen stillt. Und die klaffende Lücke in ihrem Geschichtswerk war ein Schmerz in meinem, wie lange noch, atmenden Körper. Und ich gedachte des Staubs in ihrer Marmorgruft und des kalten Kaffees am Morgen früh 6 in Charlottenburg im Haus Mommsen, Machstraße 8. An ihrem Arbeitsplatz, umstellt von Büchern. Seht den Schmarotzer, der das Brot der Hungrigen schenkt, den Wüstling, der die Töchter des Volkes schändet, den Verräter, der die Nase rümpft vor dem Geruch des Blutes, mit dem die Revolution im Leib der neuen Gesellschaft wäscht. Soll ich dir sagen, warum du kein Blut mehr sehen kannst, Danton? Hast du Revolution gesagt? Der Griff nach dem Fleischtopf war deine Revolution. In den Träumen kann man ins Dunkle gehen und von Bildern sammeln, vom Anderssein und Andersdenken und tagsüber dann arbeiten daran, rastlos in die Nacht hinein. Denn Träume sind Utopie. Okay. Soll ich von mir reden? Ich? Wer ist das? Sie brennt. Ich will euch lachen sehen. Hass lohnt nicht. Verachtung läuft leer. Wer wollte das aufschreiben? Mit Leidenschaft. Ich weiß jetzt leider, was ich nicht weiß. Zum Beispiel. Warum zerbricht ein Weltreich? Die Trümmer antworten nicht. Das Schweigen der Statuen vergoldet den Untergang. Der Mord ist ein Geschlechtertausch, fremd im eigenen Körper. Das Messer ist die Wunde, der Nacken das Bein. Gehört die fehlbare Aufsicht zum Plan? An welchem Gerät ist die Linse befestigt, die dem Blick die Farben aussaugt? In welcher Augenhöhe ist die Netzhaut aufgespannt? Wer oder was fragt nach dem Bild? Du möchtest einen männlichen Dolmetscher, weil du Männern mehr vertraust? Weil Männer anziehender für dich sind?
weil es dir sinnvoller vorkommt, dass ein Mann deine Sätze sagt? Bestehe darauf. Gründe gibt es tausende. Bestehe darauf. Wenn sie dich fragen, aus welchen Gründen du dich in Berlin aufhältst, sage ihnen, du seist Gast von Heiner Müller gewesen. Vielleicht klappt es. Keiner oder alle! 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 War das falsche Programm! Für alle reicht es nicht. Das letzte Kriegsziel ist die Atemluft. Oder Kaulich, befreit von der Roten Armee aus Hitlers Gulag, hört nach 4 Tagen Fußmarsch auf einem zerschossenen Fenster seine Frau schreien. Sieht einen Soldaten der ruhmreichen Roten Armee, der sie aufs Bett wirft, vergisst das ABC, 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 ABC des Kommunismus. Schlägt den Genossen Befreier den Schädel ein, übt Selbstkritik im Gespräch mit den Toten, kein Ohr für die immer noch schreiende Frau. Das Haus im Vordergrund, mehr Industrieprodukt als Handwerk, wahrscheinlich Beton. Ein Fenster, eine Tür, das Dach verdeckt vom Laubwerk des Baumes, der vor dem Haus steht, es überwachsend. Er gehört einer anderen Spezies an, als die Baumgruppe im Hintergrund. Sein Obst ist augenscheinlich essbar oder geeignet, Gäste zu vergiften. Wie könnte ich es wagen, eine solche Beleidigung Ihnen anzutun, Marquise, vor den Augen der Welt? Das Gnadenbrot könnte vergiftet sein. Übrigens ziehe ich es vor, meine Jagd selbst zu bestimmen. Oder den Baum, an dem ich das Bein hebe, wie Sie es nennen, belieben. Auf Sie ist zu lange kein Regen gefallen, was? Lassen Sie, wann haben Sie zuletzt in den Spiegel gesehen, Freundin meiner Seele? Vielleicht ist er blind. Sein Lächeln, die Vorsicht des Blinden. Er sieht mit den Füßen. Die Wirkung als einzige Ideologie, für die es sich noch zu kämpfen lohnt. Die richtige Seite zu unterstützen. Auf der richtigen Seite zu bleiben. Nicht nachzulassen. Standhaft zu sein, zu kämpfen, beharrlich zu sein, keine Furcht zu spüren. Was könnte überhaupt falsch laufen? Wir verurteilen dich zum Tode, Victor de Bousson. Zwischen uns kein Groll. Zwischen uns kein Groll. Jason, zwischen uns kein Groll, zwischen uns kein Groll. Deine Haut weiß ist, weil deine Gedanken weiß sind, unter deiner weißen Haut, weil deine Augen die Schönheit unserer Schwestern gesehen haben, weil deine Hände die Nacktheit unserer Schwestern berührt haben, weil deine Gedanken ihre Brüste gegessen haben, ihren Leib, ihre Scham. Weil du ein Besitzer bist, ein Herr. Darum verurteilen wir dich zum Tode, Victor de Bousson. Die Schlangen sollen deine Scheiße fressen, deinen Arsch, die Krokodile, die Piranhas, deine Hunde. Lieber tot als rot. Lieber tot als rot.
Lieber tot als rot. Lieber tot als rot. Lieber tot als rot. Oder war es umgekehrt? Lieber rot als tot. Lieber rot als tot. Lieber rot als tot. Lieber rot als tot. Zwischen den Schlachten gegen ihn, die seine Arbeit waren, lag eine tote Zeit. Nicht ehe die Menschheit aufsteht von den Knien aus ihrem Blut, das wir vergossen haben am letzten Parteitag, werden die Denkmäler bluten. Was ist, wenn unsere Saat nicht aufgeht, Lenin? Ach, Lenin! Lenin! Ich, Stalin! Ich, Stalin, habe dieses Land mit Blut gedüngt, mit Menschenleibern eine Industrie gestampft in meinen Knochenmühlen. Ich, der große Stalin, der Führer der Völker, ich bin der Bluthund. Mein Privatbesitz sind zwei Paar Stiefel. Immer stirbt nur einer, war deine Rede. Wenn dich wer gefragt hat nach deinen Leichen. Hast du sie gezählt? Ich bin dein Tod. Ich kann sie nicht mehr zählen, weil sie der Boden sind, den wir begehen auf unserem Weg in deine lichte Zukunft. Die Menschheit ist ein trübes Material. Ameisen unterm Stiefel. Wie soll ich die träge Menschenmasse im Genick den neuen Menschen schaffen, wenn der alte nicht liquidiert wird? Gestern für dein Morgen. Das ist nicht Medea. Jason? Jason! Etwas frisst ihn wieder. Ich rauche zu viel, ich trinke zu viel, ich staune zu langsam. Bildbeschreibung kann als eine Übermalung der Alkestis gelesen werden. Also dem Stellvertreter Tod für einen anderen und die Zurückbringung eines Toten aus der Unterwelt.